Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part in unserem Lask Safe, in unserem Journeyman. Und ja, im letzten Part ging es schon ein bisschen bergauf. Also, wir haben jetzt einige Spieler auf Probetraining. Dadurch, dass wir jetzt ja dieses Scouting-Paket erhöht haben, was grundsätzlich schon mal echt angenehm ist. Und jetzt würde ich sagen, werden wir eben diesen Test gegen Leipzig spielen. Die Frage ist, ob wir den einen oder anderen Testkandidaten vielleicht schon mitnehmen. Ich würde sagen, ja. Schauen wir vielleicht einfach mal gemeinsam kurz. Und dann, ja, können wir eigentlich loslegen. Was sind so die Positionen, wo wir uns noch unsicher sind? Ja, hauptsächlich in der Offensive, also Flügel beziehungsweise zentrales Mittelfeld und die Zehner Spielmacherposition. Sorry. Da müssen wir halt irgendwie schauen, dass wir noch Qualität dazu bekommen. Und dementsprechend würde ich sagen, werden wir hier dann eben auch Spieler. Also Michael John Lima haben wir momentan auf der Bank. Ich würde Marc-André Schmerböck mitnehmen, weil das wäre einfach einer, der uns in der Breite verstärken würde. Und dann ist die Frage, wenn wir hier noch nehmen könnten. Michal Beran. Auf den ersten Blick schon mal nicht so interessant. Dann haben wir den Quef. Jetzt auch nicht so spannend. Den Jimenez, den habe ich ganz interessant gefunden. Schaut jetzt aber auch gar nicht so interessant aus. Da warten wir auch noch ab. Julius Erdl-Thaler. Das wäre Spieler von der Breite der Österreicher wäre, den nehme ich auch mal auf die Bank mit. Auf das müssen wir nämlich hauptsächlich setzen. Verstraete wäre natürlich interessant, wird aber eindeutig zu teuer sein. Schauen wir mal, was der Berater sagt. Kein Interesse auf den Wechsel zu uns. Ja, dann verpiss dich aus unserem Probetraining. Sorry. Der wäre interessant, genau, Söntje Hansen. Den würde ich persönlich echt bald mal anfragen. 22-jähriger Niederländer. Den man eben aus der Ajax-Jugend kennen könnte, der sogar für Ajax debütiert hat und im letzten Jahr noch in der zweiten Liga 31 Mal gespielt hat. Die Frage ist, was er will. Ah, der will auch so viel. Ich hätte echt gedacht, dass der jetzt deutlich günstiger ist. Also 200 bis 300.000 ist schon recht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich mir günstiger gedacht. Michalik hätten wir noch. Boah. Okay, mein Optimismus verfliegt gerade wieder. Max Svensson, 26-jähriger Schwede. Dann haben wir den Frederiksen, Nikolai Frederiksen. Der ist Linksfuß. Könnte rechts nach innen ziehen spielen, könnte Stürmer spielen. Gefällt mir relativ gut. Zwischen 300 und 380. Also die Leute fordern aber auch. Das Problem ist, wir können nicht nur mit Laien arbeiten. Wir müssen auch schauen, dass wir die Finanzen irgendwie ein bisschen sanieren. Und dementsprechend brauchen wir halt auch Spieler, die bei uns unter Vertrag stehen. Schaut mal, der ist deutlich günstiger. 170 bis 230. Der wäre schon interessanter. Wir haben es jetzt momentan noch nicht. Wir sind noch ein bisschen im Minus, aber sobald Colores kann man schon rausfiltern. Sobald Alexander Schlager weg ist, sind wir vom Transfer, vom Budget her im Plus. Und dann könnten wir theoretisch den ersten Transfer tätigen. Robert Schul ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich lasse einfach den 15-jährigen Behling da vorne spielen. Schauen wir mal, ob man da eventuell. Ja, den könnte man dann aber sogar schon mitnehmen. Nehmen wir den Musa runter. Ja, es ist natürlich jetzt noch so viel los auf der Bank, aber das wird weniger. Ich verspreche es. So. Also. Jetzt muss ich nur kurz schauen, weil ich habe jetzt neue Boxen am PC gekauft. Jetzt muss ich hier kurz umstellen. So, jetzt solltet ihr es wieder hören. Gut. Muss dann nachher schauen, ob der Sound passt. Weil es ist für mich so viel angenehmer ohne Kopfhörer. Muss nur ein bisschen leiser drehen, glaube ich. So, Tete haben die. Szoboszlai. Und beinahe nach 15 Sekunden das 0 zu 1. Nächste gute Chance. Ja, also dass die drücken werden, war glaube ich klar. Aber schon spannend. Fünfte Minute Ecke Leipzig. Ich habe halt gehofft, dass das Stadion richtig voll ist, damit wir dann dementsprechend ein bisschen was einnehmen. Irgendwie finde ich das mit dem Sound nicht optimal gelöst. Ich muss kurz mal was umstellen hier. Ich finde das doch ein bisschen unangenehm mit den Boxen. So. Okay, ich kann jetzt während dem Spiel scheinbar nichts ändern. Müsste ich den FM neu starten.
Naja, hilft nichts. Ich hoffe, wie gesagt, sorry, dass, falls da jetzt irgendwas daneben geht beim Sound. Potsmann klärt gut. Haben wir schon eingestellt, dass wir Standards... Nee, haben wir nicht. Weil Standards herausholen wäre gerade gegen so einen Gegner vielleicht auch wirklich interessant. Generell, wenn man so jetzt schaut, wenn Michael bleiben würde, was wir theoretisch immer noch probieren könnten, dass man ihn vielleicht irgendwie doch noch verlängern können, jetzt wo wir dann vielleicht Budget kriegen, dann könnte man theoretisch schauen, dann... Also was ich eigentlich sagen würde, ist, dann wäre die Qualität in unserer Mannschaft ja gar nicht so schlecht, was die Defensive und die zwei Sechser oder Achter angeht. Dann scheitert es halt bei uns echt hauptsächlich an der Offensive. Und da müssen wir dann halt echt schauen, dass wir eventuell einfach diese drei, also die zwei Außen und den Zehner, so gut es geht fördern, die Jungen. Und den Peter Tschul einfach mit Flanken füttern, weil der hat Sprunghöhe 15. Sehr gute Parade von Laval. So, Haidara wieder auf Raum. Ja, immerhin haben wir jetzt schon 30 Minuten durchgehalten. Die Chancen sprechen eine deutliche Statistik. Man könnte gegen so einen Gegner dann vielleicht auch versuchen, also geduldig spielen. Geduldig spielen werden wir aber, glaube ich, mit der Qualität, die wir haben, sowieso nicht. Ich glaube, dass man eher auf Glück und auf viele Abschlüsse hinarbeiten muss. So schlimm das klingt. Aber die Qualität haben wir echt da vorne nicht, um da groß herum zu kombinieren im Moment. Aber die Defensive hält sich auf jeden Fall tapfer. So, Nacak, Weichselbraun, ganz gut gemacht, Potsmann. Welling ist halt auch nur 1,50 groß da, glaube ich. Ja, immerhin ein Distanzschuss von uns. Aber Wehlings, das sieht genauso aus, wie es aussehen würde, wenn ein 15-Jähriger mitspielt, also... Muss man schauen, dass wir die nicht ein bisschen überfordern. Aber wir haben ja momentan keinen wirklichen Ersatzstürmer. Jetzt klingelt's. Aber es ist ein Eigentor. Okay, schade. So, Zieheis. Der Pass in die Tiefe. Ja, wenn die läuferisch stark sind, unsere drei da vorne, dann können wir zumindest schauen, dass wir ordentlich mit Gegenpressing arbeiten. Gerade gegen die schwächeren österreichischen Clubs könnte das natürlich auch dann 0-2 eine gute Möglichkeit sein, um eben den Gegner dann zu Fehlern zu zwingen. Ja. Wie gesagt, den Test gegen Leipzig, den können wir jetzt größtenteils, glaube ich, ignorieren. Ja, wir sehen hier, dass die zwar, der zum Beispiel ist relativ schnell, aber das ist sowieso der Schwächste. Also das wäre der Erste, glaube ich, der dann aus der Formation fliegen wird, Alexander Michelmeier. Relativ schnell, guter Dribbler, aber die anderen Fähigkeiten nicht wirklich überzeugend. So, dann haben wir den Umut Nacak. Einsatzfreude relativ groß. So, was sagen wir denn? Keiner setzt seinen Pfifferling auf euch, geht einfach raus und spielt Fußball. Den Jaunek werde ich, glaube ich, reinbringen. Die Frage ist, wo? Eigentlich wäre Potsmann müde, aber Linksverteidiger haben wir ja sowieso keinen. Ich meine, Jaunek kann links spielen, ist aber reiner Rechtsfuß. Hilft nichts. Dann werden wir ihn, ich werde ihn trotzdem links hinten bringen heute. So. Dann schauen wir uns an, rechts Michael John Lima, links Marc-André Schmerböck, auf der 10 Julius Erteltaler. Und dann ist eben die Frage, ob ich einen von den Söntje Hansen könnte man theoretisch als Stürmer testen. Weil uninteressant ist er ja nach wie vor nicht. Den Ricard, nee, der Gavric wäre aber eigentlich auch geil, dass wir den bringen.
Oder den neuen schon. Robert Schul, wie gesagt, der ist ja ein bisschen angeschlagen. Den möchte ich ehrlich gesagt nicht riskieren. Den Skaricic, den Innenverteidiger, den könnte man noch bringen. Für Kaschkes, der heute nicht gut spielt. Ja, machen wir mal so weiter. Wow. Bin begeistert. Also mit Lima, Ertl-Thaler und Schmerbeck hätten wir zumindest schon mal österreichische Bundesliga-Qualität. Es ist jetzt nicht die Top-Bundesliga-Qualität, sondern eher die im unteren Drittel wahrscheinlich. Aber es wäre wahrscheinlich eine Qualität, mit der man durchaus arbeiten kann, um eben irgendwie vielleicht mit Glück in diese oberen Playoffs zu kommen. Ist halt so schwierig, dass wir taktisch noch so wenig sagen können, weil der Kader noch zu wenig steht. Aber das wird alles jetzt demnächst dann ein bisschen in Fahrt kommen. Vielleicht ist es eh nicht schlecht, dass ich jetzt die Woche Urlaub bin und ein bisschen vorproduzieren muss, weil jetzt gerade im Anfang, wie gesagt, ich kann eigentlich nur schauen, dass ich Spieler loswerde, damit wir Geld reinbekommen. Und ja, wenn Michol und Schlager weg sind, dann müssten wir um das Geld drei, vielleicht auch vier andere Spieler bekommen. Müssen wir schauen. Na, eher drei wahrscheinlich. Und ja, dann müssen wir natürlich auch hoffen, dass bei uns nicht viele Spieler ausfallen. Weil die Breite in dem Kader werden wir definitiv nicht haben, egal wie wir das jetzt zusammenstellen. Na gut, vielleicht mit Laien dann eben am Ende noch. Aber ja, ich hoffe, dass jetzt einfach der Test bald mal aus ist. Ach ja. Na, viel Geld haben wir echt nicht eingenommen, glaube ich. So leer wie das Stadion ist. Szoboszlai. Ja, 0 zu 3. Da waren wir einfach zu passiv. So, jetzt ist die 64. Jetzt bringen wir den Rest. Das heißt, ich würde ganz gerne, ich werde ihn hier auf der normalen zentralen Mittelfeldspielerrolle bringen, weil er offensiv und defensiv stark ist. Den Gavric zurückgezogener Spielmacher. So, dann ist die Frage, den Sulzen. Na, da haben wir überlegt, dass wir den in Richtung Innenverteidiger, glaube ich, umtrainieren. Dann würde ich den jetzt links hinten, rechts innen, wollte ich sagen, bringen. Dann muss Stojkovic durchspielen, weil wir da niemanden haben. Den Torwart können wir auch noch wechseln. Ja, das mit der Verteidigung auf der Bank ist auch relativ schlimm, muss ich sagen. Also jetzt haben wir mit Jaunek einen, der alle vier Positionen abdecken kann, aber er kann halt nichts davon dann gleichzeitig. Also, das ist halt ein bisschen kritisch dann. So, Gavric. Ich finde es so schade, dass wir als Ziel haben, Hansen, dass wir als Ziel haben, oben in die oberen Playoffs zu kommen, weil unter die Top 6 mit dem Kader ist schon wahnsinnig schwierig. Also ich traue mich behaupten, dass wir hinkriegen werden, dass wir mit den Jungs nicht absteigen. Sehr schön, Skaricic per Kopf. 1 zu 3. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, in welche Richtung das dann gehen wird und wie viel dann noch mehr drin sein wird. Also es ist echt schwierig. Ihr könnt ja mal eure Tipps in die Kommentare geben. Von Platz 1 bis 12. Wobei 1 können wir ignorieren. Sagen wir mal von Platz 4 bis 12. Ich glaube mal, die Top 4 ist nicht drin. Also wenn es da Sturm, Salzburg und dann die beiden Wiener Clubs wegrechnest. Forsberg mit der Ecke. Šeško haben die ja da auch. Stimmt, der ist ja mittlerweile dann bei Leipzig. So. Der Typ ist auch so unglaublich. Okay, Stojkovic ist komplett K.O. Ich muss da jetzt irgendwas machen, bevor sich der auch noch verletzt. Ich könnte den Oliver Duwe rechts spielen lassen. Ist aber Linksfuß. Machen wir so. Das ist die Frage, ob man denn diesen Oliver Duwe nicht einfach generell Linksverteidiger lernt. Flanken 1.
Also er wird vielleicht nicht der Offensivstärkste. Aber ja. Auf Flanken 1 habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. Wahnsinn. Sanjesko. Polster, unser Ersatzkeeper, wehrt ihn gut ab. Emil Forsberg mit der Ecke in der Nachspielzeit. Da lässt er sich jetzt eh schon Zeit. Und Žeško. Schmerböck hat was abbekommen. Ja, ich meine, im Endeffekt empfehlen hat sich da jetzt keiner können von den Probespielern, aber das war auch jetzt nicht unbedingt zu erwarten gegen Leipzig. Aber was wir so an Taktik uns überlegen könnten, ist tatsächlich eben ein bisschen schneller zu spielen. Ich habe es jetzt mal schön ermutigt. Ein bisschen schneller zu spielen und dann mit Gegenpressing zu spielen, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das heißt, dass wir durchaus versuchen, nicht mal von hinten raus, sondern wirklich eher ein bisschen schneller den Ball nach vorne kriegen. Ich habe gerade sogar kurz überlegt, ob wir Flanken früh schlagen sollen, aber das lasse ich jetzt mal weg. Und Standards herausholen und eben wenn wir den Ball verlieren, dann Gegenpressing. Die höhere Defensivlinie würde ich jetzt mal lassen. Außer wir gehen hier auch noch weiter drauf vielleicht. Ah, weiß noch nicht. Ich lasse es mal so. Aber da werden wir jetzt einfach mal schauen. Und hier haben wir noch Oliver Duwe eben. Linksfuß. Defensiv, glaube ich, würde das ganz gut hinkriegen. Er ist nämlich nicht der Schnellste. Das ist noch ein zusätzlicher Problem. Aber ich lasse den jetzt einfach mal Linksverteidiger verteidigen trainieren. Weil hier sieht man, flanken kann er halt wirklich gar nicht. Aber der Rest ist jetzt nicht so katastrophal. Wir können ihn passen trainieren lassen. Und dann schauen wir weiter. So, Schmerbeck verletzt. 2 bis 3 Wochen. Großartig. So. Jetzt wäre es halt echt super, wenn endlich Schlager geht. Und Michol. Ja, jetzt kommen die Angebote für Michol. Da steht jetzt ablösefrei. Genk macht ein Angebot für Schlager 1,2. Aber er möchte zu Nizza. Wir hoffen einfach, dass da halt schnell mal was reinkommt. So, den kann man sowieso nicht leisten. Die machen ein Angebot für Aliu. Der ist schon wieder beim Nationalteam. Aber ich glaube, zentrales Mittelfeld können wir jetzt echt knicken. Ich würd den jetzt uns auch nach Hause schicken. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich genug Spieler und auch genug Talente. Sulzner verletzt. 2 bis 3 Wochen. Lask-Spiele für TV ausgewählt. 200.000. Das ist schon mal nicht so schlecht. Bei Transferklauseln war nichts zum Verkaufen, oder? Nee. Aber wir erhalten da noch Geld. Aber echt nicht viel. Schade. So, Frederiksen. Sönt Jansen. Dario Wiesinger. Das wäre, wie gesagt, der interessanteste für mich. Was die Offensive angeht. Oder er hier. Anthony Schmidt. Richtig interessanter Stürmer. 33 Einsätze im letzten Jahr in der Bundesliga gehabt. Und sehr günstig, schaut mal. 107.000 bis 150.000. 25-jähriger Österreicher. Das wäre ja der Hammer. Ist das der Bruder von Jonathan? Wo sehe ich denn das? Ja, tatsächlich. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, wegen Freiburg, wie geil ist denn das? Ja, eigentlich haben wir jetzt schon das Geld, dass ich dem das zahlen könnte. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das Gehaltsbudget schon einkalkuliert wird, das wir jetzt dann kriegen. Nee, noch nicht. Okay, dann warten wir noch ab. Super, jetzt muss ich das... Jetzt muss ich es abbrechen. Das ist natürlich wieder katastrophal. Sowas nervt mich so. Dass sie dann angepisst sind. Dabei wollte ich nur mal kurz in die Verhandlungen schauen. Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder nicht mit ihm verhandeln. So, und das erste Pflichtspiel kommt näher und näher und wir können nach wie vor nichts machen, weil einfach keine Fahrt reinkommt in die Abgänge. So, 25.000 kassiert. Dominik Reiter.
So. Den brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, wieso sie solche Spieler generell scouten. Was soll ich denn mit den ganzen Spielern? Also ganz ehrlich, ich werde das Scouting... Oh, Thomas Murg. Okay, der ist interessant. Aber die anderen können wir eigentlich ziemlich knicken, glaube ich. Der wäre interessant als zurückgezogener Spielmacher. Was sagt denn der Berater? Schauen wir mal vorher. Starspieler 360 bis 460. Das ist gar nicht so dramatisch. Den laden wir mal ein, weil... Also für ein, zwei Saisons geht schon noch in dem Alter. Aber ich werde jetzt ehrlich gesagt das Budget für den Moment wieder runterdrehen. So, gutes Echo auf Lask Torwarttrainer. Boah, das sind ein paar legendäre Namen dabei. Ratzenberg zum Beispiel. Mario Krasnitzer, den könnte man auch noch kennen als österreichischer Fußballfan. Da müssen wir halt echt versuchen runterzuhandeln. So, Lask Co-Trainer. Thomas Darasch, Emanuel Pogatetz. Der Mad Dog. Wäre schon lustig. Also wenn ich ihn kriegen kann, muss ich Pogatetz nehmen. Vor allem auch als ehemaliger Lask-Spieler. So. Wann gehen die beiden endlich? Wir brauchen echt dringend das Geld. Noch immer nichts. Also Starspieler und Schlüsselspieler wären die beiden. Also theoretisch, ich werde jetzt einfach mal den Michol freigeben. Weil, ob man da jetzt diese 30.000 bekommen oder nicht, ist mal egal. Dominik Lavog als Assistenztrainer. So. Peter Michol freigegeben habe ich ihn eigentlich. Ist er jetzt trotzdem noch da? Tatsächlich, geht gerade nicht. Vielleicht ist es verbuggt und er bleibt bei uns, das wäre schön. Dominik Lavogga ist da, sehr schön. So, den können wir von der Auswahlliste streichen und Tomane auch. Sind es nur noch 3 Tage, Leute, ich brauche neue Spieler. Ich meine, gegen Karlsdorf vielleicht kommen wir sowieso irgendwie weiter, aber gegen den Rest brauchen wir echt, okay, Schlager. Passt, hier können wir mal ein bisschen was runterdrehen. Dadurch würden wir ein Transferbudget von 200.000 bekommen, wenn wir die Prämien runterdrehen. Sind sie zwar nicht begeistert, deswegen lasse ich die anderen oben, aber das ist schon mal nicht schlecht. Hier, ja, wie gesagt, 1,1 sofort, den Rest leider erst nach 50 Spielen, aber 1,1 helfen uns schon mal richtig gut. Jetzt ist die Frage, wie es mit den Finanzen aussieht. Wir sind nach wie vor bei 6 Millionen im Minus. Und ich kann nach wie vor nichts anfragen. Aber wir haben hier jetzt ein Gehaltsbudget von 500.000. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt einen Torhüter. Die Frage ist, was brauchen wir jetzt dringend? Meiner Meinung nach brauchen wir dringend einen zentralen Mittelfeldspieler, weil ich weiß nicht, wie lange es bei Michael noch dauert. Der will sowieso nicht bei uns bleiben. Ich lasse ihn mal aufgestellt. Aber wir brauchen... Alter, sind da viele Spieler. Wir brauchen echt einen Ersatz für ihn. Und theoretisch wäre dieser Italiener, den ich da gerade aufgenommen habe, echt interessant. Wenn ich ihn noch finde. Branca, da haben wir ihn. Starspieler in seinen besten Jahren. Starspieler. Ich versuche es mal runterzudrehen auf Schlüssel. Nee, Starspieler. 3,30. 2,69 ist das Höchste, was ich bieten kann. Aber ich gebe ihm noch eine Tor- und eine Vorlagenprämie. Und dann kriegt er noch eine höhere Beratergebühr und einen höheren Loyalitätsbonus. Damit würde er annehmen für 2 Jahre, das wäre perfekt. Dann läuft auch unser Vertrag aus und dann kann man ja schauen. Das wäre mal der erste. Das ist keiner, mit dem man viel Geld machen kann, aber damit hätte ich Michol quasi 1:1 von den Fähigkeiten her ersetzt, kann man fast sagen. Michol ist fast noch ein bisschen stärker. Ja, Schlager wollte ich auch nicht weggehen. Wir brauchen das Geld. Das hören die Fans sicher auch nicht gern. Jetzt kann man hoffen, dass dieser Branka bald kommt. Pogatetz bestätigt Wechsel.
So. Jetzt haben wir einen neuen Co-Trainer. Achso. Müssen wir dann noch schauen. Dann gehen wir mal kurz bei den Trainern auf die Zuordnung. Sieht jetzt zumindest schon ein bisschen besser aus. Aber von der Qualität her sind wir noch weit von dem entfernt, wo wir eigentlich hin müssten. Stojkovic möchte in einer stärkeren Mannschaft spielen. Vertrag läuft aus, er ist 31 Jahre alt und verdient 520.000. Ganz ehrlich, musst du machen, wenn du ihn wegkriegen kannst. Schauen wir mal. Was kann man schauen? Was sagen wir denn Schönes zu ihm? Versuchen so schnell wie möglich einen Verein für sie zu finden. Das ist jetzt natürlich nicht optimal, aber wie gesagt, der ist 31 und hier geht es eben auch körperlich schon ziemlich bergab. Sturm ist interessiert. Was ist denn das für ein schräger Transfer? Schauen wir mal. Wir können schauen, ob wir bei Sturm irgendwen tauschen können. 750.000, aber sofort. Das nehmen wir mal an. Da haben wir einen Rechtsverteidiger. Gutes Talent, der junge Marokkaner. Was würde denn der verlangen? Der ist echt kein schlechtes Talent eigentlich. Meine Zielstrebigkeit ist eine Katastrophe. Aber die Persönlichkeit ist nicht schlecht und die restlichen Werte sind schon ordentlich. Talent vor Durchbruch, 25.000. Ich biete mal an. Wir brauchen auf jeden Fall 3 Jahre, würde ich sagen. Boah. Ja, okay. So, gut. Wann geht jetzt Michol? Bin mal gespannt. Wenn ich mal noch anschauen wollte, ist der Murk. Wie viel die verlangen würden oder er verlangen würde, Thomas Murk. 43 bis 450. Das ist gar nicht so krass. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Der wäre halt cool, weil der einfach offensiv alles kann. Weil wir haben hier sowieso viele flexible Leute. So, jetzt haben wir einen neuen Torwarttrainer, der relativ gut ist. So, und Kalliri Kalcho hat Michol verpflichtet. Das heißt, wir sind jetzt bei einem Gehaltsbudget von 1 Million. Alter, endlich raus aus der Schuldenfalle. Peter Zwegert wäre sowas von stolz auf uns. Ich hoffe, dass der Branka jetzt dann noch kommt. Und vor allem, ich hoffe, dass er jetzt noch vor dem Pflichtspiel morgen kommt. Aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Wir haben eigentlich ja eher einen brauchbaren Stürmer. Also was wir unbedingt brauchen, haben wir eh schon gesagt, ist jemanden für das offensive Mittelfeld. Da ist jetzt die Frage, ob Dove dann vielleicht Sinn macht, aber 3 bis 7 Wochen ist zu heftig. Ich würde es ehrlich gesagt wirklich mit Murk probieren. Wo haben wir ihn jetzt? Thomas Murk. Relativ verletzungsfällig und fällt in wichtigen Spielen ab. Das wäre für einige von euch wahrscheinlich schon wieder kontraproduktiv. Da ist die Frage, ob andere Spieler wie er hier, Max Svensson zum Beispiel, nicht interessanter wären, weil der ist 26. Zu teuer. Den können wir schon mal nach Hause schicken. Der wird schon mal nix. Wie schaut es mit Philipp Ochs aus? Der wird auch zu teuer sein. Ja, noch teurer. Können wir auch nach Hause schicken. Den Michalik haben wir gesehen. Den finde ich halt ehrlich gesagt nicht so spannend. Sönke Hansen finde ich okay. Was haben wir da gesagt? Das ist auch okay. Also ich finde den schon mal relativ interessant. Ich würde es bei dem jetzt ehrlich gesagt mal probieren. Ausstiegsklausel 2 Millionen, ganz ehrlich, kann ich super damit leben. Vielleicht erhöhen wir sie noch ein bisschen. So, Torprämie, dann kriegt er noch eine Vorlagenprämie.
und 2,1 für 3 Jahre. So, dann hätten wir hier quasi, wenn der Italiener kommt, dann hätten wir noch einen auf dem Flügel statt Michelmeier und dann noch mit Schule einen guten Stürmer. Können wir nur hoffen, dass die alle kommen. Aber es geht sich vor dem Spiel sicher nicht aus. Branca ist da, okay, das ist schon mal gut. Den nehmen wir an. Okay, Austria Klagenfurt macht ein Angebot für Sulzen. Den habe ich momentan auf der Ersatzbank. Sein Vertrag läuft aus. Möchte ich eigentlich nicht hergeben, sage ich ganz ehrlich. Also die können auf 250 raufgehen. Damit sagen sie es eh ab. So. Austria Wien möchte Stojkovic leihen. Das ist für mich eigentlich kein Thema. So. Das heißt, wo haben wir Branca? Wo ist Branca? Ach so, muss ich noch einmal nach vor. So, da ist Simone Branca. Kaderregistrierung. Und bitte begrüßen. Also das ist schon mal ein Top-Transfer, finde ich ehrlich gesagt. Bis 2026 unterschrieben. Marktwert ist auch ganz gut und mit 269.000 ist der wirklich relativ günstig. Dovedans Probetraining endet, da weiß ich halt echt nicht, was wir machen sollen. Was hat der Berater oder sagt der Berater da? Okay. Also mit dem Gehalt ist es schon mal kein Thema. Aber wir ziehen den Branca gleich mal in die Mannschaft. Da haben wir ihn. Ja, und das war's eigentlich, Leute. Damit haben wir jetzt tatsächlich das erste Testspiel. Wir haben zumindest ein minimales Gehaltsbudget und versuchen gerade die ersten Spieler zu verpflichten. Und ja, wir haben jetzt gleich unser Pflichtspieldebüt. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Nächster Part wird sicher spannend. Bis bald. Danke. Ciao.